Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank an die Organisatorinnen. Ich begrüße Sie hier auch im Namen meiner Kolleginnen vom Valley Export Center Linz und gemeinsam mit Gunter Reisinger werden wir Ihnen das erweiterte Archiv, eine Recherche- und Präsentationsplattform für das Online-Archiv des Valley Export Centers in Linz präsentieren, das wir gerade erarbeiten und das durch eine Drittmittelförderung vom österreichischen Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport ermöglicht wurde. Wir bilden als kleines Team aktuell mit 3 Personen ein wissenschaftlich-künstlerisches Forschungsteam der Kunstuniversität Linz im Valley Export Center, das 2017 am Standort in der Tabakfabrik Linz gegründet wurde und auf dem umfassenden Vorlassmaterial der Künstlerin Valley Export, einer Performance- und Medienkünstlerin, einer gebürtigen Linzerin, basiert. Sie ist, wie Sie vielleicht wissen, immer noch eine aktive Künstlerin, das heißt, greift selbst noch auf ihre Rechercheunterlagen, auf die Materialien zu. Und so haben wir noch gar nicht den gesamten Vorlass in Linz, sondern erweitern diesen laufend durch Sendungen aus dem Studio von Wien. Organisatorisch ist das Valley Export Center ermöglicht worden durch einen Vorlassankauf der Stadt Linz, der 2015 beschlossen wurde, und dann wurde dieser Vorlass dem Städtischen Museum, dem Lentos Kunstmuseum, in die Sammlung überantwortet, und die Stadt Linz und das Lentos Kunstmuseum stellen sozusagen die Räumlichkeiten und die Vorlassmaterialien zur Verfügung, und die Kunstuniversität Linz hat die Rolle, das administrative und wissenschaftliche Personal für die Erforschung, Erschließung und Kontextualisierung dieses reichhaltigen zeitdokumentarischen Archivs vorzunehmen. Der Standort hat auch biografische Bezüge zu Valley Export. Nicht unweit von diesem Standort ist sie geboren worden und hat auch in ihrer Kindheit einige Stunden auf dem Areal verbracht, wie sie uns gerne erzählt. Der zweite biografische Anknüpfungspunkt ist ihr Markenzeichen Valley Export. Die Idee, sich selbst und ihre Ideen zu exportieren, hat sie in Form eines Readymades manifestiert, das Sie hier im linken Bild sehen. Es ist dies eine Zigarettenpackung, die auch am Standort in Linz produziert wurde. Und unsere Grafikdesignerin Katharina Anna-Leudl hat diese beiden biografischen Daten in ein Gestaltungskonzept gegossen, das wir in allen unseren Auftritten verwenden. Auch architektonisch haben wir besondere Entscheidungen getroffen. Wir wollen ein öffentlich zugängliches und ein einladendes Archiv sein. Wir haben mit dem Architekturbüro Klebotolnik am Standort der Tabakfabrik eine Öffnung geplant, die aus dem öffentlichen Raum Einblick in die hinterste, in die tiefste Schicht des Archivs gewährleistet. Als erste Auseinandersetzungsebene ist die Bibliothek sichtbar, die wir schon sehr früh erschlossen und digital zur Verfügung gestellt haben, online recherchierbar in der ALMA-Datenbank, beziehungsweise davor war es noch Aleph, dann hatten wir einen Datenbankwechsel, und seit 2017 ist diese auch als Präsenzbibliothek für Interessierte und die Forschung zugänglich. Wir selbst haben den Auftrag, wie gesagt, die sehr diversen Materialien aus diesem großen Vorlass zu erschließen, zu kontextualisieren und für die künstlerische und wissenschaftliche Forschung zugänglich zu machen. Hier ein Blick in unser Studienarchiv. Der Vorlass ist sehr divers. Sie können sich vorstellen, dass es sehr große unterschiedliche Bestände gibt, die wir auch unterschiedlich, fachlich unterschiedlich behandeln, die auch an unterschiedlichen Orten fachlich, archivalisch richtig gelagert werden und die wir aber jetzt in diesem ersten Schritt, einem kleinen Teilschritt unseres Digitalisierungsprogramms, wieder zusammenführen wollen, digital. Wir haben eben diese große Bibliothek vor Ort, Videos, Dias, Korrespondenz, Recherchematerial,
Unterlagen auch zur Lehrtätigkeit von Wally Export. Und wir haben das große Glück, dass die Künstlerin seit Anbeginn ihrer künstlerischen Tätigkeit umfassend gesammelt hat und ein eigenes Ordnungsprinzip entwickelt hat. Sie sehen am linken unteren Bild und auch in der Mitte, dass diese Schachteln durchnummeriert sind, und diese Nummern haben wir übernommen und als eine Richtwertgröße in die Datenbank, aber auch jetzt für den Online-Gang als Filter gesetzt. Und zwar nennen wir das Konvolut, also diese Bündelung bildet sich wieder ab, weil wir nach dem Provenienzprinzip ordnen und finden, dass diese Nachbarschaften, die eine Künstlerin in ihrem eigenen künstlerischen und wissenschaftlichen Recherchematerial gebildet hat, nicht getrennt werden sollten, selbst wenn sie dann am Standort nicht am selben Ort liegen können. Die Schichtung in dem Vorlass ist sozusagen auch immer eine Vernetzung. Wir haben hier den ersten Zugang zur Auseinandersetzung mit Wally Export und ihrem Werk in der Bibliothek. Des Weiteren haben wir dann zwei Räume, die für die Forschenden und für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind, sondern nur für MitarbeiterInnen des Wally Export Centers. Auf der linken Seite sehen Sie unser Archiv, in dem in säurefreien Schachteln die papierenen Dokumente, Zeitungsausschnitte, Korrespondenzen, Fotos und andere Archivalien sicher eingelagert werden. Und das kann man so über den Daumen gepeilt sagen, ein Konvolut findet in einer Box Platz. Die sind auch so ausgelegt, extra für uns angefertigt, dass US-Format und europäisches DIN A4-Format darin Platz finden, denn Wally Export hat sehr viel im Ausland gearbeitet und sehr früh in Amerika zu unterrichten begonnen. Sollte sich ein Konvolut nicht in eine Box ausgehen, bedienen wir uns der Zusatznummer 1/1/1/2. Aus der Bibliothek kann ich Ihnen jetzt ein Beispiel skizzieren, wie diese Verknüpfungen und dieses Ineinandergreifen ausschauen können. Wir haben hier einen Blick in die Bibliothek von Wally Export, und diesen Abschnitt nennt sie selbst Teilbibliothek Digitale Körper. Aus dieser Recherche, Zusammenstellung und aus vielen anderen Boxen entnehmen wir, dass sie sich da viele Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt hat. Sie hat auch mehrere Drehbuchentwürfe zu dem Thema digitale Körper entwickelt. Sie sehen auch die zahlreichen Post-its, die noch in der Bibliothek stecken, und unsere Bibliothekarinnen verschlagworten auch inhaltlich. Das heißt, wir haben sozusagen hier auch die große Freude, dass wir aus der Bibliothek noch mehr Informationen ziehen können. Diese Erkenntnisse, dass sich die Materialien untereinander in Verbindung setzen, zeigen wir gerne in unseren Archival Glimpses. Das ist ein Vermittlungsmodul im Wally Export Center direkt, mit dem wir die Zusammenhänge kurz anreißen können, die eine gute Vermittlungsbasis bilden, wenn Forschende zum ersten Mal das Center betreten oder auch für Lehrveranstaltungen, Schulklassenführungen und unser sehr beliebtes Format Enter the Center exklusiv ins Archiv, wo man ohne Forschungsanlass und ohne Anmeldung das Center besuchen kann und einen Einblick in unsere Tätigkeit, aber vor allem einen Einblick in das reichhaltige Material der Künstlerin Wally Export gewinnen darf. Zu diesem Format kommen wir noch einmal. Aus diesen Zusammenhängen generieren wir auch Publikationen. Hier sehen wir diesen Drehbuchentwurf zum digitalen Körper in einer neu aufgelegten Publikation von uns wissenschaftlich kontextualisiert mit editorischen Notizen und mit den Abbildungen der Recherchematerialien ergänzt, in Deutsch und Englisch sozusagen als neuer Ausgangspunkt für künstlerische und wissenschaftliche Fragestellungen. Wir vermitteln auch im Museumsbetrieb. Wir stellen ja ein Center dar, das in der Schnittmenge zwischen einem zeitgenössischen Museum und einer Universität angesiedelt ist, und wir holen uns von beiden Einrichtungen sozusagen das Beste. Schon seit Beginn hat unsere ehemalige Direktorin Ausstellungen kuratiert aus dem Vorlassmaterial, tatsächlich wortwörtlich aus den Transportschachteln. 2017 diese Ausstellung, wo sie auf der
rechten Seite des Fotos eine Abbildung, einen Auszug der Plakatsammlung sehen, die auch einen eigenen Bestand bei unserem Valley Export Center bildet. In der Mitte sehen Sie Vitrinenanordnungen, die thematisch erschlossen worden sind von uns, und Film- und Videoarbeiten von der Künstlerin. Wir nutzen natürlich auch das Format von Vorträgen, Konferenzen und Tagungen, und wie schon angesprochen, wir gehen sehr stark in die Lehre und erschließen auch mit Studierenden Teile des Vorlasses, beziehungsweise können Studierende ihre künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeiten bei uns begleitet formulieren. Die Kunstuniversität Linz unterstützt uns auch mit Stipendien. Wir haben aktuell 3 Stipendien, Stipendiatinnen laufen, 2 PhD-Kandidatinnen und eine Postdoc-Stelle, die sich mit den Thematiken von Valley Export beschäftigen. Und dies ist unsere 2. Schriftenreihe, die erst kürzlich erschien. Auch eine Zusammenstellung aus dem Vorlassmaterial von Valley Export, diesmal kontextualisiert in thematischen Kapiteln, die auch den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln. Unsere Forschungskandidatinnen sind Co-Autorinnen in dieser Publikation geworden, und Sabine Folie hat ihre Ausstellungen, die sie in Linz, Berlin und Montreal realisieren konnte, nochmal resümiert. Hier nochmal diese Archival Glimpses, von denen ich gesprochen habe. Wir haben sozusagen ein papierenes Archiv aus Boxen in ein räumliches Archiv transformiert und transformieren es nun nach sehr kurzer Zeit und noch mitten im Erschließungsprozess. Wir brauchen noch Jahre, bis dieses Vorlassmaterial erschlossen ist, das ja auch noch kontinuierlich anwächst. Aber wir wollen es jetzt auch online zugänglich machen, nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern auch den personellen Ressourcen. Aktuell ist es so, dass Forschende direkt von den 2 Mitarbeiterinnen, die fürs Archiv zuständig sind, Nicole Alba, herzlichen Dank an dieser Stelle, und mir betreut werden, und wir tatsächlich für Forschende auch noch recherchieren in Boxen, die noch nicht erschlossen sind. Wir wollen uns eigentlich nicht nur einen sinnvollen und weitreichenden Online-Auftritt ermöglichen, wir möchten uns auch ein bisschen entlasten. Das war der Plan, jetzt haben wir sehr viel Arbeit damit, aber es macht unglaublich viel Spaß, und wir übersetzen sozusagen diese Formate, die analog wunderbar funktionieren, ins Digitale. Dinge, die analog auch gut funktionieren, haben wir im Digitalen anpassen probiert. Ich gehe da jetzt nur ganz rasch durch, der Vorlass ist eben sehr divers. Die Ordnung erfolgt nach dem Provenienzprinzip, damit man die Ordnungsstruktur und den Ordnungswillen der Künstlerin nachvollziehen kann. Wir nutzen, um das fachgerecht und sachgerecht zu erschließen, mehrere Datenbanken für die Bibliothek eben Alma und für die Archivalien. Alles andere subsumieren wir sozusagen in einer Datenbank, nämlich der M-Box, eine Museumsdatenbank, die auch vom Lentes Kunstmuseum genutzt wird. Die beiden Datenbanken, wie Sie sich vorstellen können, müssen unbedingt verschränkt werden. Sie gehören physisch real zueinander und müssen auch digital zueinander finden können. Und so haben wir auch Musterkarten entwickelt und Kategorien und auch die Metadaten so weit angeglichen, dass Forschende und Interessierte eine Struktur vorfinden werden, wenn wir dann online gehen, die leicht zu bedienen ist, aber wo im Hintergrund sehr viel Arbeit steckt. Das ist jetzt ein erster Screenshot, und ich führe Sie auch ganz kurz in einem Video durch die Webschnittstelle. Unser Online-Archiv ist, wie gesagt, eben noch im Aufbau. Hier sehen Sie aber schon die Übertragung dieser Struktur. Hier sehen wir in der Ergebniszeile die Kategorien Korrespondenz, Wissensproduktion und Wissensvermittlung, Drucksache, künstlerischer Prozess, Filmprojekt, kuratorischer Prozess. Viele von Ihnen werden sich jetzt wundern, aber das sind wirklich lange erarbeitete Beschlagwortungen, die sich auf die Bestandsbildnerin beziehen und die ihre Materialien subsumieren. Es handelt sich nämlich nicht um die Werke, sondern es handelt sich um die Notizen, Skizzen, Fotos bis zum Werk. Dann ist das Werk sozusagen in Kunstsammlungen, in Galerien noch bei der Künstlerin. Und danach haben wir die dokumentarischen Materialien, die sie akribisch gesammelt hat, Flyer, Postkarten,
Rezensionen in Zeitungen, auch sehr harsche Rezensionen, sie hat wirklich alles aufbewahrt. Also ein Querschnitt durch die österreichische Presselandschaft ist für die Forschenden auch zur Verfügung. Um Ihnen jetzt noch ganz kurz einen Einblick zu geben, würde ich gerne das Video starten und dann gebe ich an Gunter Reisinger weiter. Wir gehen über unsere Startseite auf das Archiv. Da haben wir einen kurzen editorischen Text vorbereitet, der das Online-Archiv einführt. Und wenn wir auf das Online-Archiv klicken, dann sehen wir eine Kachelansicht, die sich randomisiert, stetig verändert. Bei jedem Besuch sehen Sie neue Kacheln, sehen Sie neue Inhalte. Das regt sozusagen an. Sie können aber auch ganz klassisch über einen alphabetischen Index die Webseite erschließen oder Sie gehen auf eine erweiterte Volltextsuche. Kommt man dann zu den Suchergebnissen, das hatten wir jetzt gerade ganz kurz, sehen Sie eine Quantifizierung und dann sehen Sie die Kategorien und über die Kategorien kommt man noch zu den Objekttypen, wo wir schon über 100 angelegt haben und die dienen noch weiter als Filter. Dann kann man sozusagen wirklich punktgenau recherchieren, also sehr verfeinert arbeiten. Hier sehen Sie schon eine Archivalie, man kann sie vergrößern. Rechts sind unsere Metadaten und unten noch eine Verschlagwortung, die Sie zu anderen Archivalien bringen würde. Man kann aber auch über die Kuration einsteigen als nicht eingeloggter Gast. Hier sieht man nochmal diese digitale Vitrinenansicht, wo wir auch die Archivalien zur Verfügung stellen, sofern das Rechte technisch möglich ist. Nicht alle Archivalien im Valley Export Center sind rechtefrei. Wir sprechen auch von einem sehr jungen Archiv. Die Sammlung ist in den 1960er Jahren begonnen worden und viele Rechte von Dritten sind betroffen, die wir sehr ernst nehmen. Daher gibt es auch für Forschende ein Login. Sie müssen mit uns eine Nutzungsvereinbarung ausfertigen und können erst dann Zugriff auf die Archivalien erhalten und haben dann aber sozusagen noch ein tolles Feature, nämlich eine Arbeitsmappe, wo Sie Materialien über ein Plus-Icon hinzufügen können, das auch wieder wie ein Tisch funktioniert. Hier können Sie die Ergebnisse neu anordnen, wieder löschen und in Zukunft werden Sie diese auch mit anderen Forschenden teilen können, sofern diese ein Login haben. Soweit in aller Eile von meiner Seite. Jetzt übergebe ich sehr gerne an dich, Gunter, und sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Danke. Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Gunter Reisinger von NUS Digital in Wien. Ich möchte vorausschicken, dass Herr Schmelzle und ich uns nicht abgesprochen haben. Umso interessanter ist es, dass ich vorhabe, über einen Teilbereich zu sprechen, den Herr Schmelzle jetzt auch angesprochen hat, interessanterweise. Nämlich Dagmar Schink und ich, wir haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, in diesem Fall weniger über die Technik zu sprechen, die dahinter liegt. Das können Sie sich ja alles dann bald ansehen, sondern vielleicht, weil es sich eben um ein Vorlassprojekt handelt, über diverse Prozessabläufe im Hintergrund, über das Zusammenspiel zwischen Agentur und Institution gewissermaßen. Und deswegen hätte ich mir überlegt, ganz kurz nur zwei Teilbereiche anzuteasern, nämlich die Kollaboration als Strategie. Wir haben es jetzt schon heute gehört und auch gestern einige Male bereits wurde das angesprochen und dann gegen Ende hin die digitale Archivologie sozusagen als angewandte digitale Transformation. Was meine ich damit? Ich denke, gerade in Bezug auf die folgende Abwicklung solcher Projekte, ist es unter Umständen nicht ganz undienlich, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, worüber man hier eigentlich spricht, wenn man über digitale Transformation spricht, dieses Buzzword, das ja schon jeder kennt. Wir in der Agentur, wir sind zu dem Standpunkt gelangt, dass wir eine Unterscheidung treffen zwischen dem Wording digitale Transformation und Transformation ins Digitale. Das ist insofern wichtig, weil es den Projektscope im Endeffekt sehr stark beeinflusst. Sie wissen, was ich meine. Der Akt der Digitalisierung im herkömmlichen Sinne, nämlich diese mediale Transformation vom Analogen ins Digitale, sollte im Prinzip bereits vollzogen sein, beziehungsweise sollten die Workflows so weit definiert sein, dass das in progress ist.
was in diesem Fall, in diesem wunderbaren Projekt des Dagmar Schink jetzt gerade gezeigt hat, bereits der Fall war oder ist. Das heißt, die angewandte digitale Transformation gewissermaßen im Sinne einer tatsächlichen Prozesstransformation, das ist unserer Ansicht nach wichtiger als die mediale Transformation. Das heißt, transformiert wird letztlich der Gesamtprozess, das heißt auch der Weg dorthin. Und das war an diesem soeben geschilderten Projekt von Anbeginn eben so schön, muss man sagen, und so interessant, dass wir als Agentur von Anbeginn an eingebunden wurden in die Konzeption, in die Gesamtideenfindung, die selbstverständlich vom Archiv kam. Aber die Agentur war vom ersten Tag an eingebunden in die Entscheidungsfindungsprozesse, nicht nur technischer Art, sondern auch konzeptueller Art. Danke auch dafür, also es ist wirklich eine ganz wunderbare Zusammenarbeit, das muss man an dieser Stelle auch einmal sagen. Das heißt, transformiert wird letztlich der Gesamtprozess und das bedeutet auch der Weg dorthin. Warum sage ich das? Weil das auch die Projektmanagementstrukturen natürlich betrifft. Wir haben das gestern in unterschiedlichen Bereichen schon gehört. Der Kollege aus Chemnitz hat es sehr deutlich auch gesagt, was das eigentlich bedeutet, solche Dinge auch auf den Boden zu bringen letztlich dann. Ja. Sofern man die Umsetzung solcher Ideen als gesamtheitlichen Prozess gewillt ist zu denken, sage ich mal. Was meine ich damit? Ich meine damit eine gewisse Art von Enthierarchisierung, auch das hat Herr Schmelzler jetzt schon angedeutet, gegen Ende hin. Das heißt, es ist in manchen Fällen noch immer das Denken einer Auftraggeber-Auftragnehmer-Struktur in den Köpfen. Speziell in den größeren Häusern ist es so, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also wir haben das Glück, auch mit größeren Kunden zu arbeiten. Louvre, Jüdisches Museum Berlin, Humboldt-Forum etc. Also es ist letztlich die Größe der Häuser nicht wirklich ausschlaggebend, aber dieses Denken in den Köpfen ist noch oftmals der Fall. Das heißt, wir empfehlen, sagen wir mal so, eine Enthierarchisierung in dem Sinne, dass man eine Kollaboration eingeht von Anbeginn an. Das heißt, das Ziel wäre, Museen, Archive, Gedächtnisinstitutionen in einem nicht-hierarchischen Wechselspiel mit den Agenturen zu sehen. Das haben wir heute schon kurz gehört. Warum? Weil wenn die Agentur, sage ich jetzt mal, genügend Reichweite hat und auch international tätig ist, dann hat sie im Regelfall einen guten Überblick über die Pains and Needs vieler Häuser. Eben nicht nur eines Hauses, sondern vieler Häuser. Größere Häuser, kleinere Häuser. Der Vorteil davon ist, dass die Agenturen wissen, manchmal oft besser als die Häuser selbst, was funktioniert und was nicht funktioniert, weil ja die Agenturen die Dinge auch umsetzen. Das heißt, man unterschätzt hier unserer Ansicht nach oft auch das Ethos der Agenturen. Die Produkte sollen funktionieren, die Produkte sollen Anwendung finden, sozusagen, die produziert werden. Das heißt, wir wissen relativ gut, was geht und was nicht geht. Weiters, wir haben es auch gestern gehört, die Expertise zur Kostenabschätzung und damit auch finanziellen Machbarkeit, das ist qua privater Marktwirtschaft das täglich Brot gewissermaßen. Das heißt, auch da lege die Expertise drinnen. Weiters, die Zeitabschätzung, auch das haben wir gestern öfter bereits gehört, und damit die projektbezogenen Machbarkeiten, wenn es um bestimmte Deadlines, Milestones etc. geht, auch das ist in den privatwirtschaftlich geführten Unternehmen professionalisiert und letztendlich auch ein effektives PM, weil eben Privatwirtschaft. Was meine ich damit? Wir haben es speziell an diesem, warum erzähle ich das? Weil es in diesem Projekt, wenn es um ein Vorlassprojekt geht, es sehr wichtig ist, den Projektscope richtig einzuschätzen. Das ist gut für die Institution, das ist gut für die Agentur, das ist gut für das Endprodukt. Das heißt, man muss wissen, wenn man ein Vorlassprojekt wie dieses startet, dass man mit Buffer bereits reingeht, sowohl seitens der Institution als auch seitens der umsetzenden Instanzen, würde ich mal sagen. Dann
Auch das haben wir gestern schon gesehen, ganz interessant, das Diagramm, das der Kollege aus Chemnitz auch gezeigt hat, hat das sehr deutlich gemacht. Je nach Konkretheit der Planungen in den Häusern wäre es vielleicht interessant, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Art von Projektmanagement man dahinter laufen lässt. Ja. Ist das ein Waterfall? Ist das eine Waterfallstruktur oder soll es sich eher um ein agiles Projektmanagement handeln? Auch das, zumindest in Österreich, wird jetzt in den großen Häusern bereits verhandelt, findet aber schwer Eingang auch in die Strukturen. Auch das haben wir jetzt ja gesehen beim Herrn Schmelzle. Die großen Dampfer sind organigrammtechnisch oft schwer zu bewegen, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, in diesem speziellen Fall war es so, dass wir uns für ein agiles Projektmanagement entschieden haben von Anfang an. Das heißt, wir hatten letztlich bis zum Ende hin, also die erste Stufe nähert sich jetzt dem Ende, eine flexible Projektplanung. Das heißt, wir als Agentur haben gewisse Buffer einbehalten und die Institution hat bestimmte Buffer einbehalten, sodass man gegen Ende des Projekts eben flexibel ist, um Änderungen und die Finalisierungen vorzunehmen. Das heißt, seitens der Institution, auch das haben wir gehört, ganz spannend, wenn wir mit den großen Bundesmuseen in Österreich zusammenarbeiten, der Wille seitens der Direktion, seitens der Leitung muss gegeben sein, die volle Rückendeckung muss da sein, sonst ist es äußerst schwierig, sowas umzusetzen. Dann, auch das haben wir schon gehört, es wäre kein Nachteil, wenn der zuständige Projektmanager ein abteilungsübergreifendes Pouvoir hätte. Das heißt, Sie kennen das sicher alle aus Ihren eigenen Erfahrungen, wie schwierig es oft ist, wenn es um kollaborative Projekte innerhalb des Hauses geht, durchzugreifen in die Abteilungen. Das heißt, die Zuordnung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter, die muss aktiv geschehen. Es kann nicht ein Surplus auf den Arbeitszeiten sein, die sowieso schon sehr hoch sind, sondern da muss es ja eigene Arbeitszeitstruktur geben. Genau. Und dann ist es auch ratsam, dass man die Inhouse-Arbeitszeiten eben entsprechend plant, um eben auch dahingehend zum Projekt hinterher flexibel zu sein. Im speziellen Fall jetzt, Frau Schink hat es ja gezeigt und auch gesagt, wenn es sich um ein Vorlassprojekt handelt, wo man ja nicht weiß, was alles noch kommt, wir haben es schon gehört, ist es eben wichtig, flexibel zu bleiben. Ich kürze das jetzt ab, was wir da alles gemacht haben, um den Scope gewissermaßen einhalten zu können. Was habe ich das dann noch? Ja, das Skim Swim and Dive haben wir schon gesehen, das hat Frau Schink schon gesagt, dieses dreistufige Modell. Daraus hat sich dann letztlich immer in Rücksprache mit der Institution auch die digitale Umsetzung dann entwickelt im Laufe der letzten 2 Jahre in einem permanenten iterativen Prozess auf Scrum aufbauend mit diversen Sprints und so weiter und so fort. Gut, meine Message, der Herr Martini steht schon hier im grauen Ornat, äußerst respekteinflößend, deswegen höre ich jetzt auf, professionelle Projektplanung, insbesondere die Postförderungsphase. Also wir haben das auch gestern schon oft gehört und auch in diesem Fall ist es ja so, das sind in den meisten Fällen im Kunst- und Kulturbetrieb sind das Förderprojekte. Das ist ein großer Unterschied zum Business-Sektor, wo ja die Firmen aus Eigenbudget etwas kaufen und deswegen auch meistens schon die Wartungsverträge einkalkulieren, die hinten raus folgen. Das wäre nicht schlecht, aber valide Kosten- und Zeitabschätzung, strukturierte Projektabwicklung, wenn denn möglich, und auch eine Nutzungsabschätzung letztlich auch. Auch das ist ein großer Unterschied zwischen dem Business- und Kultursektor, dem man sich unter Umständen von den Agenturen ein wenig abschauen könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen und vor allem beim Valley Export Center für diese schöne Zusammenarbeit und wir hoffen, dass wir es bald jetzt online bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.